Stefanie von Monaco, Tochter postet erstes Pärchenfoto. Nach Monaten der Geheimnistuerei verriet Camille Gottlieb, 24, vor wenigen Wochen im Interview mit Hello Monaco, mein Herz ist nicht mehr zu haben. Die Tochter von Stefanie von Monaco, 57, wollte jedoch erst darüber sprechen. Wenn es ernster wird. Scheint, als ob es das ist. Denn nun teilt sie mit ihren gut 95.000 Instagram-Follower, innen ein erstes Pärchenfoto mit ihrem Freund. Eng aneinander geschmiegt laufen sie durch die Straßen. Camille Gottlieb hält ganz fest die Hand ihres Liebsten. Doch wie der Glückliche heißt und wie sein Gesicht aussieht, möchte sie noch nicht verraten. Lediglich sein lässiges Outfit aus Bomberjacke, Camouflagehose und Sneakern ist zu erkennen. Noch wolle das Paar sein junges Liebesglück für sich behalten, wie die Schwester von Louis Ducrut, 30, in ihrer Instagram-Story schreibt. Doch eines könne sie schon verraten, dass ich sehr glücklich bin. Anführungszeichen. Die Sorge um den erkrankten König Harald, 85, ebbt an diesem tristen Dezembermontag vor Weihnachten nicht ab. Nachdem der Königshof in einem Statement verlauten ließ, dass der Monarch ins Osloer Universitätsklinikum eingeliefert worden sei und dort voraussichtlich mehrere Tage behandelt werde, lassen weitere Informationen die Beunruhigung um das rüstige royale Oberhaupt wachsen. Am späten Nachmittag hat der Hof mitgeteilt, dass der Redner der traditionellen Neujahrsansprache aufgrund der Erkrankung des Königs nun nicht mehr feststehen würde. Normalerweise hält König Harald diese Rede. Wer dieses Jahr die Neujahrsansprache halten wird, entscheidet sich erst kurz vor Silvester, erklärt Palastkommunikationschef Guri Warpe gegenüber der Nachrichtenagentur NTB. Und weiter, wir teilen normalerweise keine Details über die Rede vor Silvester. Es gibt Pläne für verschiedene Alternativen. Kurz zuvor wurde bekannt, dass Prinz Haakon, 49, seinen Vater in der Klinik besucht hat, der ihn nun als Kronprinzregent vertreten wird. König Harald musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, hieß es am Montagmorgen in einer Pressemitteilung des Palastes. Zuletzt wurde der Monarch am 25. November 2022 wegen einer Erkältung krankgeschrieben, konnte sich aber über das Wochenende erholen. Den für den 20. Dezember angesetzten Staatsrat übernimmt sein Sohn Prinz Haakon als Kronprinzregent. Vorab hat Haakon seinen Vater allerdings im Krankenhaus besucht, wie SeÖkør Montagmittag berichtet. Wurde der Kronprinz am Osloer Krankenhaus gesichtet, Reportern zufolge soll er die Klinik wahrscheinlich gegen 11.30 Uhr wieder verlassen haben. Etwas mehr als zwei Stunden, nachdem die Nachricht vom Königshaus kam, verließen zwei Autos mit Leibwächtern vorne und einer Person auf dem Rücksitz das Rikshospitalet. So Caroline Wagle, Königshausexpertin der Zeitschrift. Es ist nicht bekannt, ob weitere Familienmitglieder anwesend sind oder waren. Die Fenster waren schmutzig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Familienmitglieder des Königs gesehen habe. In diesem Fall ist es normalerweise genauso. Sowohl die Königin als auch der Kronprinz waren in der Vergangenheit schnell zu Besuch, wenn der König ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Auch andere Familienmitglieder kommen gerne zu Besuch, weiß Wagle. Große Sorge in Norwegen, König Harald ist krank. Wie der Königshof in einer Pressemitteilung am Montagmorgen, 19. Dezember 2022, bekannt gibt, musste der Monarch erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden und wird dort medizinisch versorgt. Seine Majestät der König ist krankgeschrieben und wurde ins Rikshospitalet eingeliefert, heißt es in dem Statement. Im Rikshospitalet, dem Osloer Universitätsklinikum, wird der 85-Jährige nun seit einem nicht definierten Zeitraum behandelt. Er soll voraussichtlich noch mehrere Tage in der Klinik bleiben. Ob er Weihnachten mit seiner Familie verbringen kann, ungewiss. Bei dem König wurde eine Infektion diagnostiziert, die mit intravenösen Antibiotika behandelt werden muss, und wird daher einige Tage im Rikshospitalet bleiben.
Der Zustand ist stabil, erklärt der Hof weiter. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com, HelloMonaco.com, DanaPress, NTBNO, SEO.dk.